Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Nabenhain von Harvest in der Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu dieser Edition findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nabenhain von Harvest in der Deluxe Edition, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Edition aus dem Bereich Rock. Ja, es ist ein sehr ungewöhnliches Format für eine Deluxe bzw. Special Edition. Und zwar haben wir tatsächlich so einen Beutel, einen Jutebeutel. Und in diesem Beutel befindet sich der Inhalt. Wir schauen mal, dass wir das Ganze hier rausbekommen. Und zwar haben wir hier, da ist gar nicht so einfach, das rauszubekommen, aber ja doch, jetzt. Und zwar haben wir hier diese Special Edition aus diversen Inhalten bestehend. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir hier einen Gegenstand, der ist hier noch in Papier bzw. in so ein Taschentuch, in eine Serviette eingepackt. Dazu kommen wir dann noch. Dann haben wir drei Kärtchen hier mit dabei. Eins, zwei, drei. Und dann haben wir hier auch noch einen Patch. Ja, dann ist hier auch noch diverses Zeug rausgerieselt. Sieht für mich aus wie so Wachs, Wachssplitter, Wachsreste. Schauen wir mal, dass wir die hier da irgendwie wegbekommen. So, und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also Nabenhain von Harvest im Dezember 2019 erschienen. Meines Wissens das Debüt-Release. Und das Ganze war auf 300 Stück limitiert. Bedeutet, das Album, der Tonträger an sich, ist auf 300 Stück limitiert und durchnummeriert. Und die ersten 50 Besteller, die haben eben nicht nur das hier bekommen, sondern eben zusätzlich das Ganze verpackt in dieser Special Edition. Bedeutet, der Jutebeutel und die restlichen Inhalte, die gab es wirklich nur für die ersten 50 Besteller. Ja, wir haben hier ein recht schmales Digipack. Hier oben lesen wir den Bandnamen Harvest. Dann haben wir hier den Albumtitel Nabenhain. Und es sieht so aus, also ich muss ehrlich gesagt direkt an Herr der Ringe denken. Es sieht aus wie so eine Fantasy-Landschaft. Und hier haben wir so einen einsamen alten Mann stehen mit einem Stock. Und ja, ansonsten hier jede Menge Wald und scheinbar ist das hier irgendwie auch ein Friedhof mehr oder weniger, denn wir haben hier so diverse Steine, die hier stehen. Ich glaube, hier ist sogar auch ein Grab ausgehoben und Kreuze. Also eine schöne Szenerie hier. Dann lesen wir hier Harvest Nabenhain Schattenpfade 004. Das ist eines der Labels. Das Ganze ist erschienen, hier sehen wir es, über Schattenpfade und über Pesttanz Klangschmiede. Dann haben wir hier die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 6 Tracks an der Zahl. Allesamt, zumindest vom Titel her, deutsch, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Beziehungsweise, na, der letzte Titel eventuell nicht ganz so deutsch. Droom, wenn ich das richtig sehe. Aber die restlichen Titel zweifelsfrei deutsch. Dann haben wir hier, das sieht fast aus wie ein Baby, wie ein Kind, das hier in der Landschaft so liegt, mehr oder weniger. Produktion. Okay, also die Beteiligten sind hier aufgelistet. Dann schauen wir mal rein. Auf der linken Seite haben wir die beiden Bandmitglieder. Also die beiden Herrschaften hier zeichnen sich verantwortlich. Dann haben wir hier die CD. Und hier ist das, was ich angesprochen hatte, auf 300 Stück limitiert und auch durchnummeriert. Also wie wir sehen können, ist meine Box oder meine CD die Nummer 19. Und deswegen habe ich eben auch diesen Jutebeutel dazu bekommen, weil ich ja bei den ersten 50 dabei war. So, was lesen wir hier noch? Zeit schont nicht, sie schürft Narben. Der Nabenhain gedieh im Jahr 2018. Winter schuf den Klang, Dorn gab ihm Gestalt. Harvest danken allen, die uns auf dieser Reise unterstützt haben. Also so eine kleine Widmung, so eine kleine Danksagung. Das ist dann die CD. Die kommt hier in Vinyloptik, also ist tatsächlich hier so in Schwarz und sogar die Rillen sind hier mit eingearbeitet. So sieht das aus. Rückseite ist Gold, also gar nicht so ein klassisches
CD-Silber, sondern ist tatsächlich Gold. Nicht schlecht. Also so die Teilarbeit finde ich immer schön. So, soweit zum Tonträger. Dann haben wir mit dabei einen Patch. Der sieht so aus, also als Wappen hier das Logo, der Schriftzug der Band verarbeitet in Schwarz, Gold und Grau. Hier ist sogar auch nochmal die Nummerierung tatsächlich. Also hier lesen wir 19 von 50. Und was lesen wir noch? Iron and Ash, wenn ich das hier richtig identifiziere. Also schönes Wappen hier, wie so ein Ritterschild in Gold und Schwarz. Dann haben wir drei Kärtchen hier mit dabei. Und zwar, was lesen wir hier? Wir haben hier einmal Pesttanz Klangschmiede mit dem Webauftritt, also mit der Website. Darunter Metal, Label und Shop, CDs, Vinyl und Merchandise. Also, dort kann man solche Sachen erwerben. Und auf der Rückseite haben wir dann noch einen Kalender. Also einen Kalender 2020. So eine kleine Karte, recht praktisch. Und hier dann auch nochmal die Social Media beziehungsweise Website-Auftritte. Das Ganze gleich in dreifacher Ausführung im Querformat. Und als letzten Inhalt hier haben wir etwas in Papier, in Taschentuch eingewickelt. Und zwar haben wir hier eine Walnuss. Ich muss ehrlich sein, als es bei mir angekommen ist, dachte ich erst, es wäre kaputt gegangen am Weg beim Transport. Aber wie ich dann erfahren habe, gehört das so. Und zwar haben wir hier eine bereits geöffnete, eine bereits geknackte Walnuss. Die war dann hier so, ja, mehr oder weniger professorisch mit Wachs irgendwie noch ein bisschen zugeklebt. Aber es kommt vor allem auf den Inhalt hier an, denn wir haben hier, ich wusste nicht mal, dass es so etwas gibt, und zwar haben wir hier so drei Kügelchen, sogenanntes Räucherharz. Also das sind so kleine Harzkügelchen und wenn man daran riecht, es riecht so nach Weihrauch, also erinnert mich ganz stark so an den Geruch in der Kirche, wenn irgendwie da geräuchert wird während der Messe. So riecht das dann. Und das kann man dann verwenden, zum Beispiel zu Hause oder wo auch immer. Dann füllt man dieses Räucherharz hier zum Beispiel in ein Metallschälchen oder in irgendein Behältnis oder legt es auf Alufolie und dann darunter einfach entzünden und entsprechend erhitzen. Und dann beginnt dieses Räucherharz natürlich entsprechend zu duften. Ja. Interessant, habe ich so zuvor auch noch nie gesehen, also in keiner Box, in keinem Bundle, das ich jemals ausgepackt habe, habe ich so einen Inhalt bis jetzt gesehen. Für mich eine absolute Premiere. Gut, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Special Edition befindet. Und zwar haben wir einmal diese Walnuss mit dem Räucherharz, dann das Wappen hier, das Harvest-Wappen als Patch, die drei Kärtchen hier mit den Infos und den Kalenderangaben 2020 und natürlich das hier, das Release Nabenhain in diesem Digipack durchnummeriert und limitiert auf insgesamt 300 Stück. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Beutel, in diesem Jute-Säckchen hier. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dieser Special Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Harvest unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.